Ja, es brennt hier also im Dachgeschoss einer Gastwirtschaft. Und zwar brennt da der Zwischenboden, der ist mit Stroh isoliert. Das ist eine Fläche von ca. 20 bis 30 Quadratmeter, die wir einigermaßen unter Kontrolle haben. Aber auch wichtig ist halt, dass das nicht weiterläuft und durchzündet. Wir haben Vollalarm bekommen, Sirenenalarm in Buhr, auch für Markendorf und Tittingdorf. Die Drehleiter von Melle Mitte ist im Einsatz und auch die Wärmebildkamera, um noch weitere Brandnester zu suchen. Im Moment wird das Stroh da oben ausgeräumt und unten abgelöscht. Wir bekamen etwa gegen 12 Uhr Alarm. Und die Tageszeit ist immer schlecht, tagsüber, weil viele in der Arbeit sind und auch außerhalb. Aber trotzdem waren sofort einige vor Ort und hatten die Sache im Griff hier. Verletzte sind nicht zu beklagen, zum Glück, da in den betreffenden Räumen keiner war. Und die Bewohner haben es auch rechtzeitig gemerkt, das Feuer.